Was geht YouTube und so? Hier bin ich wieder zu einem neuen Commentary. Und ich muss zugeben, ich habe mir wirklich überlegt, ob ich aus diesem Commentary ein professionelles Commentary mache. Sprich, Cuts mit einbringen und die Commentaries so oft wiederholen, bis ich keinen einzigen Fehler drin habe und alles perfekt ist. Doch ich habe mich entschieden, es nicht zu tun, denn ich habe einfach keinen Bock drauf und es kommt gar nicht natürlich rüber, denn nie im Leben würde ich so perfekt sprechen, also das ist wirklich nur vorgetäuscht dann. Und dann sieht man ja, was dabei rauskommt, wie bei meinem German Taters Video, doch das ist jetzt ein anderes Thema. Naja, ich habe mir vorgenommen, einfach ein normales Commentary zu machen, also so spreche ich auch in meinem echten Leben. Und es kommt viel natürlicher rüber, meiner Meinung nach. Und ja, kommen wir mal zum Gameplay. Ich will jetzt nicht nur übers Gameplay labern, doch was dazu muss ich ja sagen, denn das Gameplay ist nicht ein normales Standard-Gameplay, was ich sonst immer so bringe. Und zwar kann ich ja schon mal vorweg sagen, denn im Titel steht ja schon fast alles eigentlich. Das Gameplay ist ein flawless Gameplay, das heißt also, ich bin nicht einmal gestorben. Doch das ist nicht unbedingt das Besondere. Das Besondere ist eher, dass ich keine Killstreaks verwendet habe. Jetzt denken sich bestimmt einige, willst du mich eigentlich verarschen? Ich sehe doch unten rechts, dass du die Harrier, die Predator und dann habe ich noch den Playthrough dabei. Alle drei Killstreaks werde ich auch bekommen. Doch ich habe mir vorgenommen, die Killstreaks erst einzusetzen, wenn, ja, Daumen hoch für diesen Camper da, der mich fast zum Stern gebracht hat. Dankeschön. Ich habe mir vorgenommen, die Killstreaks erst einzusetzen, wenn ich mindestens einmal gestorben bin. Und da ich ja nicht einmal gestorben bin, könnt ihr ja mal dreimal raten, was ich nicht getan habe. Genau, ich habe die Killstreaks auch nicht eingesetzt. Zum Schluss werdet ihr auch merken, dass ich extrem aufgeregt war. Das ist bei mir immer so und ich habe mich wirklich danach gewundert, wie ich dieses Frei für alle noch... mit einem Flawless Frei für alle beenden konnte. Also ihr seht, den Typen habe ich jetzt wirklich mit Glück erledigt. Denn ich habe ihn wirklich mit dem letzten Schuss eliminiert. Und da ich gerade auch beim Wort Glück bin, oder das Wort gerade erwähnt habe, es hat wirklich nicht unbedingt zu 100% was mit Skill zu tun. Natürlich, eine Person, die Skill hat, kann so ein Flawless Gameplay schneller oder öfter erreichen als einer, der kein Skill hat, aber Skill liegt ja meistens im Auge des Betrachters, also das ist auch ein anderes Thema. Naja, auf jeden Fall hatte das Gameplay wirklich viel mit Glück zu tun, da haben wirklich viele verschiedene Faktoren mit einer Rolle gespielt, und zwar, dass die Gegner zum Beispiel nicht gerade die schlauesten waren, aber ich muss wirklich sagen, dass sie auch nicht die dümmsten waren, also ich will auch gar nicht sagen, dass die Gegner jetzt die besten Pro-Gamer der Welt waren, aber ihr seht, die haben sich wirklich bis auf den Camper da und ein Spieler, der AFK war, also nicht gespielt hat, haben die Gegner sich wirklich oft bewegt und haben auch eine OP und so weiter und so fort benutzt. Sonst hätte ich die OP nicht aufgehoben, denn am Anfang habe ich ja die P90 gewählt. Und oh, Leute, ihr wisst gar nicht, was für ein Herzklopfen ich zum Schluss hatte, denn zum Schluss hatte ich gar keine Munition mehr mit der OP, aber das werdet ihr selber sehen. Und ich habe das Gameplay so zum Schluss angeguckt, oder sehe ich mir jetzt immer noch an. Ich sehe mir ja meine Gameplays immer während dem Commentaries immer an. Und das Gameplay ist irgendwas mit 5 Minuten lang, unter 30 Sekunden. Unter 5 Minuten 30 Sekunden. Und das Gameplay habe ich schneller erspielt ohne Killstreaks als Leute mit Killstreaks. Ein paar zumindest, die ich so von den anderen, deren Gameplay ich so gesehen habe. Versprecher like a Boss. Naja, ansonsten habe ich jetzt hier 21 Kills. Und die Munition ist eigentlich noch relativ, also ich habe keinen Munitionsmangel im Moment. Doch das wird sich ändern und dann werdet ihr sehen, wie hektisch ich spiele. Ich glaube, ich fange jetzt schon an, hektisch zu spielen. Und hier ist der AFK-Typ, von dem ich gesprochen habe. Und ich muss etwas runterkommen, denn ich rede immer viel zu schnell in meinen Commentaries. Und was gibt's noch zu sagen? Genau, zum Schluss hebe ich dann einen Sniper auf. Und da dachte ich mir so, what the fuck, was soll ich jetzt mit einem Sniper? Aber ich habe dann noch den letzten Kill gemacht. Und das Gameplay war relativ gut, finde ich. Also ich will mich da gar nicht selbst loben, denn doch, ich hätte gar nicht erwartet, dass es wirklich so ein Gameplay daraus wird. Denn Carnival ist nicht wirklich meine Lieblingsmap. Also, ich weiß nicht, diese Map ist einfach irgendwie zu verzweigt und zu verwinkelt. Und sie gefällt mir einfach nicht so extrem. Ist nicht meine Hassmap oder so, aber da kenne ich schon wesentlich bessere Maps. Und genau, hier fehlt mir jetzt ein Kill und ich habe einen Stinger. Und hier liegt eine Sniper.
Und genau hier spiele ich etwas defensiver. Und das ist so ein Moment, wo ich eigentlich gestorben wäre. Denn je defensiver ich spiele, desto öfter sterbe ich. Und ihr seht, das sind 30:0. Also, ich meine, so ein Gameplay ist schon wirklich, kann man es wirklich zeigen. Und wenn euch das Gameplay gefallen hat oder ihr titten mögt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.